Frau Gallwitz, wir haben uns heute farblich ein bisschen abgestimmt. Ne? Mit wunderbar. Eine sehr harmonische Sendung, da bin ich mir sicher. Wie geht es Ihnen als Bundesbauministerin gerade jetzt so an Weihnachten, wenn es so viele Menschen gibt, die in 2024 kein bezahlbares Dach über dem Kopf haben? Das ist etwas, was natürlich für mich nicht schön ist. Sie haben es ja gesagt, dass ausgerechnet mit der aus meiner Sicht ganz wichtigen Neugründung des Bauministeriums zeitgleich eine große Krise am Bau kam. Mhm. Aber gleichzeitig ist es natürlich wichtig, dass das nicht mein Problem ist, sondern das Problem von vielen, denen es wirklich jetzt schwerfällt, eine neue bezahlbare Wohnung zu finden. Ja, erstmal ist es auch Ihr Problem, ne? Politisch. Sie können das ändern. Also, oder Sie müssen es ändern, damit die kein Problem haben. Das ist mein täglicher Job. Ja. Und das Problem ist leider jetzt nicht aufgetaucht vor kurzem, sondern das ist das Resultat von einer fehlenden Prioritätensetzung. Man hat sich vor 20 Jahren ziemlich getäuscht bei der Frage, wie viele Deutsche werden wir wohl bald mal sein. Man hat gesagt, Deutschland ist fertig gebaut, wir brauchen gar keinen neuen Wohnraum. Und man hat zum Beispiel dann das Bauministerium aufgelöst. Und über zwei Jahrzehnte gab es niemanden am Kabinettstisch, der darauf einen Fokus gesetzt hat. Wer war der letzte war Horst Seehofer, ne? Genau, das war im Prinzip mein Amtsvorgänger. Aber das war ein kleiner Bereich am Innenministerium dran, was sozusagen auch die nicht vorhandene Priorität der Vorgängerregierung. In dem Zusammenhang habe ich eine Frage, die mich sehr interessiert. Ich habe irgendwo gelesen, dass Horst Seehofer immer damit hausieren gegangen ist, dass er angeblich 300.000 Wohnungen pro Jahr geschafft hat. 375.000, glaube ich sogar. Ne? So, nein, also 375.000 war das Ziel. Das war das Ziel. Das war das Ziel. Und geschafft hat er? Knapp unter 300.000. Ich könnte jetzt mir einen ganz billigen Scherz erlauben und sagen, im letzten Jahr haben wir sogar ein bisschen mehr gebaut als Horst Seehofer im Jahr davor. Aber das wäre wirklich unfair, weil die Zusammenhänge sind so kompliziert miteinander, dass man das jetzt weder dem einen Minister noch dem anderen aus Butterbrot spielen würde. Aber mir geht's darum, sozusagen mal klarzumachen, wie dann auch so getrickst wird. Und man sagt, na, läuft doch. Und dann stehen wir aber plötzlich vor einem Riesenschlamassel. Stimmt es, dass Horst Seehofer in diese 300.000 Wohnungen auch die Rohbauten einfach vorsichtshalber schon mal mit eingerechnet hat? So nach dem Motto, ein Dach ist drauf, reicht. Nein, also in Deutschland haben wir da eine ordentliche Statistik. Die Baufertigstellungsstatistik, die wird immer im Jahr danach, im Mai veröffentlicht. Auch nicht vom Bauministerium, sondern vom Statistikamt. Da ist man auf der sicheren Seite. Aber es war auch nicht alles in Butter, weil wer vor 2-3 Jahren versucht hat, einen Handwerker zu kriegen, wird ja festgestellt haben, er hat keinen bekommen. Die Baupreise sind extrem nach oben gegangen. Also wir haben unterschiedliche Probleme. Und die Lösung, das ist jetzt auch eine bittere Nachricht, die dauert natürlich auch einige Jahre. Und bevor wir gleich zu der ganzen politischen Dimension kommen, noch mal versuchen klarzumachen, wie ernst man das Thema auch lange genommen hat. Als Sie angefangen haben in Ihrem Ministerium, wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Leute, wie viele Computer, wie waren Sie ausgerüstet? Wie fing das an? Also das Bauministerium, die Bauabteilung sitzt in einem wunderschönen, ehrwürdigen Gebäude mit einem Paternoster und da weht auch noch der Hauch der 50er Jahre. Das ist ja nicht das Problem, dass das Bauministerium ein altes Gebäude hat, sondern dass wir tatsächlich in den letzten Jahrzehnten viele Chancen verpasst haben, um überhaupt preiswert wieder zu bauen. Das heißt, der komplette Digitalisierungsbereich war nicht vorangetrieben. Wir haben nicht intensiv mit den Ländern darüber gesprochen, was man in den Bauordnungen anpassen muss. Und natürlich haben wir über Jahrzehnte leider den sozialen Wohnungsbau vernachlässigt, weil es ja nicht nur die Frage, was wird gebaut, weil viele Leute können sich einen Neubau für 18 Euro nicht leisten. Und wir haben eine Wohngeldreform gemacht, das heißt, wir zahlen jetzt 5 Milliarden, damit Menschen sich ihre Wohnungen noch leisten können. Über den großen politischen Zusammenhang reden wir gleich. Ich finde nur mal, Politik ist ja auch Handwerk. Wie viele Mitarbeiter hatten Sie, als Sie so anfingen? Wie ging das los? Sie als Bauministerin, die erste seit langer Zeit. Also am Anfang, wenn man so eine neue Behörde hat, ich hatte nur die zwei Fachabteilungen. Das heißt, es gab sozusagen weder einen Pressesprecher noch einen Büroleiter noch irgendwas. Das mussten wir alles aufbauen. So haben Sie angefangen? Genau. Also am ersten Tag habe ich mir tatsächlich auch meinen Kaffee selber mitgebracht, weil da war keiner mehr. Aber das interessiert, glaube ich, auch nicht wirklich. Zwei Fachabteilungen, wie groß, wie viele sind das? Naja, das waren vielleicht so 200 Leute. Jetzt sind wir über 500. Das ist alles? Nee, also man muss ja wissen, das Bauministerium setzt die gesetzlichen Regelungen. Wir bauen die 400.000 Wohnungen nicht selber. Nein. Das wäre dann ein bisschen wenig. Sie verstehen mein Erstaunen. Ne? Also mit dem Wissen geht jemand wie Olaf Scholz in den Wahlkampf und sagt, und war ein wichtiges, ein ganz zentrales Versprechen in diesem Wahlkampf, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr. Und dann höre ich von Ihnen, dass Sie
sich selber den Kaffee mitbringen und dass sie gerade mal zwei Abteilungen haben. Und das ist alles so sehr hemdsärmlich. Also ich sag mal, wie passt das zusammen? Dieses große Versprechen und dann diese Professionalität auf der anderen Seite. Ja, weil die Frage, wie viele Wohnungen in Deutschland hergestellt werden, ganz entscheidend davon abhängen, zum Beispiel, wie die Hypothekenzinsen sind und nicht, ob Clara Geibitz eine besonders schöne Kaffeemaschine hat. Nee, das ist schon klar. Aber sie symbolisiert was an dem Punkt. Nein, ne? Also ganz ehrlich, das war ja, als dieses Versprechen gemacht wurde, war das ja nicht eine Idee von Olaf Scholz, weil er sagte, na 400.000, das ist immer eine schön klingende Zahl, sondern das war der damals tatsächlich errechnete Bedarf. Genau. Der jetzige Bedarf ist deutlich höher. Natürlich ist er noch höher. Also die berichten ja sehr intensiv über die Ukraine und die wissen natürlich, dass Menschen aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind. Die konnten logischerweise in den damals errechneten Bedarf gar nicht drin sein. Mhm. Und demzufolge hat man gesagt, der damals berechnete Bedarf waren die 400.000. Wir kamen von einer Fertigstellung von 300.000. Wow. Das war eine Steigerung, die ambitioniert, aber machbar war zu einer Phase, wo wir extrem niedrige Zinsen hatten. Mhm. Und der Baubereich ist derjenige, der am schnellsten auf Zinssteigerungen reagiert. Deswegen ist mein Ziel jetzt erstmal, dass wir stabil durch diese Phase kommen, wo wir sehr große Probleme im Baubereich haben, damit wir keine Kapazitäten abbauen, die wir dringend brauchen. Ich schaue mal zu Herrn Bernd gerade, der sich mit Städteplanung und Entwicklung so viel beschäftigt. Was würden Sie sagen, wie hoch ist der Bedarf tatsächlich, den wir wirklich haben? Um nur mal die Zahlen sozusagen der Gegenwart zu referieren. Wir haben 2022 knapp 300.000 Wohnungen gebaut, glaube ich. 2021 war es ähnlich. Wir haben 2020 sogar mal knapp über 300.000 geschafft. Wir werden in diesem Jahr gerade mal 250.000 schaffen. Wie viel schaffen wir nächstes Jahr? Wahrscheinlich weniger. Da Wohnungen bauen einen langen Vorlauf hat. Und Wohnungen, die jetzt fertiggestellt werden, sind ja schon vor ein, zwei Jahren geplant worden. Ne? Also geplant worden in der Zeit, als die Bedingungen noch nicht ganz so schwierig waren. Das heißt, wir brauchen viel mehr, werden aber ungefähr bei 200.000 rauskommen, oder was würden Sie sagen? Das kann ich nicht prophezeien. Ich habe keine Glaskugel. Und das hat Frau Geibitz in ihrem Ministerium viel besser im Blick als ich. Mhm. Aber was ich wichtig finde, ist jetzt nicht nur auf die Baufertigstellungszahlen zu gucken, sondern auch zu gucken, was gebaut wird und was bezahlbar gebaut wird. Und da ist auch, glaube ich, ein Blick in die Statistik noch mal interessant. Mhm. Die Pläne der Bundesregierung, berichtigen Sie mich, waren eigentlich 400.000 Wohnungen pro Jahr, davon 100.000 Sozialwohnungen. Letztes Jahr waren es 285.000 Wohnungen, glaube ich, die neu gebaut worden sind insgesamt, aber nur 25.000 Sozialwohnungen. Gleichzeitig sind 36.000 Wohnungen aus der Bindung gefallen. Wir haben 1 Million Sozialwohnungen noch. Wir hatten mal 4 Millionen. Und wir haben 11. Geht sehr schnell mit den vielen Zahlen. Aktuell 1 Million Sozialwohnungen. In den 1980er Jahren hatte die Bundesrepublik noch ungefähr 4 Millionen Sozialwohnungen. Die Sozialwohnungen sind runter auf 1 Million. Gleichzeitig haben wir 11 Millionen Leute, die einen Anspruch hätten auf eine Sozialwohnung. Das heißt, wir haben 1 Million versus 11 Millionen. Genau, das heißt, wir können nicht mal jedem Zehnten, der eigentlich eine Sozialwohnung kriegen könnte, eine Sozialwohnung bieten. Und da finde ich aber wichtig, eben diesen Niedergang von 4 Millionen. Wenn wir die 4 Millionen Sozialwohnungen auch hätten, dann könnten Sie in vielen Punkten viel beruhigter in die Weihnachten schauen. Ne? Mhm. Ja, nicht nur ich. Ja. Und deswegen finde ich eigentlich, wir müssen darüber reden, warum sind wir von 4 Millionen auf 1 Million Sozialwohnungen runtergegangen. Und das hat eben sehr viel damit zu tun, wie wir in Deutschland sozialen Wohnungsbau fördern. Das hat ein österreichischer Wohnungsforscher mal als Investitionsförderung mit sozialer Zwischennutzung bezeichnet. Ja? Also der Staat gibt einem Investor Geld dafür, dass er Wohnungen baut. Mhm. Im Gegenzug verpflichtet sich der Investor für 30, 40 Jahre preiswerte Mieten anzubieten. Wenn die ausgelaufen sind, ist der Effekt weg, die Wohnungen verpuffen. Können wieder am Markt zu Marktmieten angeboten werden. Und das ist einfach ein Modell, wo wir sehen, das ist nicht nachhaltig. Und wenn man nicht die ganze Zeit immer wieder Geld nachschießt, geht man automatisch den Berg runter. Und das ist das, was in den letzten 30 Jahren sozusagen viele Regierungen falsch gemacht haben. Und daher finde ich es nicht zu kurz gegriffen, wenn man immer nur auf die aktuellen Baufertigstellungszahlen guckt. Sondern ich denke, wir müssen wirklich gucken, in welchem System wir feststecken und wo wir einen Systemwechsel hinkriegen. Gibt es dieses bessere System in anderen Ländern? Es gibt sehr viele unterschiedliche Systeme, wie sozialer Wohnungsbau betrieben wird, muss man sagen. In vielen Ländern ist sozialer Wohnungsbau quasi öffentlicher Wohnungsbau. Das sind Wohnungen, die werden gebaut, sie gehören dann dem Staat. Ja, in England heißt zum Beispiel das, was hier Social Housing nennen wird, dort landläufig immer als Council Housing bezeichnet, weil es einfach dem Bezirk gehört. In Schweden ist es eine ganz ähnliche Sache. In der Schweiz setzt man viel stärker auf
Genossenschaften. Ich glaube, in Zürich sind ein Drittel des Wohnungsbestandes gehört Genossenschaften, die seit 100 Jahren da billige Wohnungen anbieten. Also es gibt sehr viele Beispiele im Ausland, aus denen man ganz viel lernen kann. Ja? Und Wien ist auch eine Stadt, die immer wieder genannt wird. Ne? Absolut. Die Wiener haben den sogenannten Gemeindewohnungsbau. Damit haben sie in den 1920er Jahren schon angefangen. Und im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern sind sie dabei geblieben. Sie haben nichts verkauft. Sie sind in dem System geblieben. Das generiert sozusagen sich aus sich selber zum großen Teil. Also die Erträge, die dort aus den Mieten kommen, werden wieder rein investiert. Ja. Und dadurch habe ich in Wien also ich glaube, fast die Hälfte der Wiener Wohnungen sind entweder Gemeindewohnungen oder im gemeinwohlorientierten Sektor. Und dadurch ist also fast die Hälfte des gesamten Bestandes einfach sehr gut bezahlbar, sehr preiswert. Mhm. Und das merkt man auch, wenn man nach Wien fährt. Man hat eigentlich fast überall eine ziemlich gute soziale Mischung. Man hat viel weniger Segregation, also so sozialräumliche Spaltung zwischen verschiedenen Gruppen und Schichten, als man das bei uns in Großstädten inzwischen gewohnt ist. Das ist interessant. Gemeindebau heißt das in Wien tatsächlich. Es gibt dieses, kennen Sie vielleicht noch diesen großartigen Song von Wolfgang Ambrus, Die Blume aus dem Gemeindebau. Ja, er besingt genau. genau das. Eine sehr schöne junge Frau aus dem Gemeindebau. Der Unternehmer sitzt bei uns, den Sie gerade ansprechen, Herr Goldbeck. Ist das für jemanden wie Sie, ich habe Sie gerade vorgestellt, dass jemand, der serielles Wohnen nach vorne bringt, ist sozialer Wohnungsbau, ist das für Sie interessant? Ja, unbedingt. Also wir sind seit 5 Jahren ungefähr in dem Wohnungsbaubereich. Wir kommen eigentlich aus dem industriellen und gewerblichen Bereich, aber soziales Wohnen... Das heißt, Sie haben Gewerbegebiete sozusagen hochgezogen. Logistikhallen, Produktionshallen, Schulen, Büros, Parkhäuser, das ist so, da kommen wir her. Und jetzt sind wir bei Wohnen gelandet, eben weil wir denken, dass wir mit unserem seriellen, produktorientierten Ansatz hier eine Lösung bieten können. Okay. Das heißt, warum ist das für Sie interessant, sozialer Wohnungsbau? Machen ja viele nicht. Das ist für uns, ob er jetzt als sozial tituliert ist oder eben entsprechend privat kostengünstig errichtet ist, eigentlich hinlänglich egal. Also hauptsächlich geht es darum, schnell, günstig, gute Wohnungen zu produzieren. Warum passiert das so wenig, Herr Blätter? Warum funktioniert das nicht mehr in Deutschland, wie es Herr Bernd gerade beschrieben hat? Also es ist natürlich eine sehr komplizierte und mehrschichtige Frage. Also Frau Geiwitz, eben das Gesicht der Wohnungskrise, das ist insofern natürlich ungerecht, weil Frau Geiwitz nur auf einen ganz kleinen Teil der Regelungen, die uns behindern, Einfluss hat. Das Problem der Regierung ist, dass sie durch das Versprechen, das sie gemacht hat mit den 400.000 Wohnungen, natürlich eine Lösungskompetenz suggeriert, die sie nur bedingt hat. Es hat sehr unterschiedliche Ebenen. Es ist eine schöne Formulierung für, man sollte nicht Dinge versprechen, die man nicht halten kann, oder? Ja, ich glaube, wir sind in... Also ich würde vielleicht das kurz noch beantworten und dann Ihre Frage. Ich glaube, wir sind momentan schon in einer Situation, in der wir natürlich sehen, dass die Menschen wohnen heute im Durchschnitt auf knapp 50 Quadratmeter. 1991 wohnten sie noch auf 35 ungefähr. Das heißt, die Ansprüche sind gewachsen. Die Ansprüche sind gestiegen. Und das Problem, das die Regierung nun hat, ist, dass sie den Leuten in jeder Rede erzählt, seit Olaf Scholz regiert, es wird sich nichts ändern. In allen Krisen hat jetzt beim Haushaltsstreit wieder eine Rede gehalten, in der er gesagt hat, obwohl wir wissen, dass das Geld hinten und vorne fehlt, es wird sich nichts ändern. Und dieser Zumutungsentzug, dieses Regieren durch Zumutungsentzug, trifft jetzt ein Volk, eine Gesellschaft, ein Land. Zumutungsentzug. Ja, also unser Land ist es gewöhnt, seit vielen Jahren, morgen ist mehr da als gestern. Und das hat immer funktioniert. Also Wirtschaftswachstum hat ja auch eine sozial befriedende Wirkung. Und was wir jetzt beim Wohnen sehen, ist, dass wir als Land, als Bevölkerung, es gewöhnt sind, plötzlich in Städten auf größeren Flächen zu wohnen. Und gleichzeitig sind wir in einem Krieg. Die Ukraine ist angegriffen worden, wir haben gestiegene Energiekosten. Wir werden als Land zumindest vorübergehend ärmer. Und wir haben gleichzeitig, da kann Frau Geiwitz auch überhaupt nichts für, konkurrierende Interessen in der Regierung. Da würde ich die Regierung sogar nicht mal immer für verhauen, weil die spiegelt ja auch das Land, die Wählerschaft. Manche wollen mehr für Klima tun, andere mehr für Bauen. Das heißt, man muss die Ressourcen priorisieren. Was man Olaf Scholz aber vorwerfen kann, ist, und ich halte das wirklich für ein Problem, dass den Leuten zu sagen, alles wird gut, nichts wird sich ändern, niemand wird sich verkleinern müssen, das führt zu einem gesellschaftlichen Klima, in dem die Leute sich nicht bewegen. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage, was muss man tun? Es sind wirklich sehr viele Ebenen. Und wenn ich noch einen Punkt machen darf, weil ich glaube, der wird immer unterschätzt. Wir gucken auf die Bundesregierung, wir gucken auf die Industrie. Ein ganz wichtiger Punkt sind die Kommunen. Und in den Kommunen gibt es sehr, sehr viele Menschen, die ihr Eigentum verteidigen, indem sie verhindern, dass neu gebaut wird. Das gibt, wenn ich den Punkt, vielleicht muss ich kurz ausholen, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, Herr Bernd kennt das sicher als Forschung.
Es gibt in Amerika das Phänomen des Exclusionary Zonings. Das bedeutet, also wörtlich übersetzt, ausschließende Zonenbildung. Im Kern beschreibt sich dahinter das Phänomen, dass reiche Menschen, zugespitzt, ihre Gegenden verteidigen gegen Neubauten, weil dann der Wert ihres eigenen Heims sinkt durch neuen Wohnraum. Wie tun sie das? Mhm. Es gibt baurechtliche Regelungen, auf die kann man lokal Einfluss nehmen. Sie brauchen Tiefgaragen, sie dürfen auf 1000 Quadratmeter nur 100 Quadratmeter Grund bebauen. Sie verknappen den Wohnraum durch das Baurecht. Das passiert auch in Deutschland. In Deutschland ist das eine kommunale Aufgabe, wie sie Bebauungspläne bestimmen. Das passiert in kommunalen Parlamenten. Normalerweise, wenn jemand in Hamburg-Eimsbüttel in einer 100 Meter langen Schlange steht, um eine Wohnung zu besichtigen, denkt er natürlich nicht drüber nach, ich stehe hier in der Schlange, weil in irgendeinem reichen Stadtteil nicht gebaut wird. Wo wir das aber gesehen haben, war 2015. 2015 und in den Folgejahren konnte man plötzlich messen, wie viele Flüchtlinge übernimmt welcher Stadtteil. Wo werden Flüchtlingsheime gebaut? Das wurde plötzlich öffentlich ausgetragen. Mhm. Und wir hatten hier in Hamburg einen Fall, genau, in Rissen, relativ vermögender Stadtteil, in dem schon vorher verhindert wurde Wohnungsbau in einer bestimmten Gegend. Und dann wurden Flüchtlingsheime verhindert. Das waren viel zu viele Flüchtlinge für diese Gegend. Das war richtig, also war begründeter Widerstand. Aber das Ergebnis dieses Widerstandes war, dass die Flüchtlingsheime, die Initiative hat Bürger für Integration gesagt, also die meinten halt, Integration bedeutet, das machen dann andere Stadtteile. Es führte nämlich dazu, dass ein erheblicher Teil der Integrationslast in Gegenden kam, in denen heute schon die Schulen viele Kinder integrieren müssen. Und was hat das mit dem Bauen zu tun? Es ist so, dass momentan, wenn Sie beispielsweise klagen wollen gegen einen Neubau in Ihrer Gegend, machen Sie das mit einem Gebietserhaltungsanspruch, das können Sie als Eigentümer tun. Wenn Sie in einem reinen Wohngebiet wohnen, dann wollen Sie verhindern, dass dann soziale Nutzung wie ein Flüchtlingsheim hinkommt. In der Flüchtlingskrise haben wir das gesehen, dass das Verwaltungsrecht in Anschlag gebracht wurde, um diese Lasten loszuwerden. Mhm. Und das ist das gute Recht von Menschen, sich gegen den Staat zu wehren, Gesetze durchzusetzen. Aber diese Planungen beginnen schon früher. Wer sind die Menschen, die Einfluss nehmen auf Bebauungspläne? Das sind Leute, die wählen. Wir wissen, in reichen Stadtteilen wird mehr gewählt als in anderen. Das sind Leute, die Anwälte in die Ausschüsse schicken. Das sind Leute, die sich engagieren. Die sich auskennen. Die sich auskennen. Und was müssten wir eigentlich verändern, neben den sehr, sehr, sehr vielen Dingen, die wir verändern müssen, auf Bundesebene, auf anderen Ebenen? Wir müssen auch verstehen, dass es unser aller Aufgabe ist, in den Kommunen, die stillen Helden, das sind die Leute, die in den Kommunalparlamenten arbeiten und die dafür sorgen, dass gemeinwohlorientiertes Bauen gemacht wird, nicht im Interesse derjenigen, die da bezahlen können. Das werden immer weniger. Die Kommunalpolitiker sind diese Helden, die das machen. Wenn wir nun aber einen Kanzler haben, der den Leuten sagt, es wird sich nichts ändern. Wir hier schaffen diese 400.000 Wohnungen. Und wir haben einen Krieg, aber es ist alles nicht schlimm. Nichts wird sich verändern. Dann werden wir in diesem Land keine Situation erzeugen, in der die Leute sehen, wir werden ärmer, zumindest kurzfristig, und wir müssen was tun. Und das würde ich dem Kanzler ankreiden, bei der Energiewende von einem Wirtschaftswunder zu reden, wo wir momentan sehen, es wird teurer. Wir werden keine 50er Jahre Wachstumsraten haben auf absehbare Zeit. Was er gemacht hat, ne? Was er gemacht hat. Und ich glaube, eine Erwachsenenansprache der Bevölkerung würden die Leute ihm auch verzeihen. Sie fänden das vielleicht sogar gut. Habeck hat das mal versucht zu Beginn des Krieges, als er gesagt hat, wir werden alle ärmer. Und es hat ihm nicht geschadet. Und ich glaube, dass wir diesen Fehler machen, dass wir momentan eine Regierung des Zumutungsentzugs haben. Und diese 400.000 Wohnungen sind nur ein Ausdruck dieser Politik. Wow. Frau Geiwitz, würden Sie auch so sehen? Also das Wort Zumutungsentzug nehme ich mir von dieser Sendung mit in so eine kleine Schachtel. Werde das Robert Habeck schenken und Heizgesetz draufschreiben. Also ich glaube, wenn eine Bundesregierung gesagt hat, wir müssen in Zukunft unsere Häuser anders beheizen und das muss jeden angehen und umtreiben, dann war es, glaube ich, Robert Habeck und Clara Geiwitz mit dem Heizungsgesetz. Sie hatten aber das große Glück, dass der ganze Ärger mit ihm nach Hause ging. Das ist der Punkt. Und wir wissen auch, wie es ihm damit ergangen ist, ne? Also das ist ja, aber Sie hatten ja jetzt von dieser Bundesregierung gesprochen. Und das ist er hat schon sehr konkret von Ihrem Kanzler gesprochen. Den Mann, den Sie so gut kennen wie wenige andere. Ich könnte Ihnen andere Beispiele aus dem Heizungsgesetz nennen. Aber Sie haben ja einen Punkt, den ich sehr richtig finde, nämlich die Frage, wo kann in Deutschland was gebaut werden und wie viele Konflikte müssen dann auch Menschen tatsächlich in meinen Parlamenten... Können wir das eins nach dem anderen kurz abarbeiten? Ich würde gerne noch einmal am Ende anfangen, sozusagen. Die politische Frage.
Ist das, hat Herr Plätter einen Punkt, wenn er sagt, wir muten den Leuten unangenehme Wahrheiten nicht zu? Gibt ja dann auch so die Slogans dazu. Es ist ja also Politikmarketing. You will never walk alone und solche Dinge. Hm. Ich weiß nicht, also Wumms, Doppelwumms, Bazookas wurden rausgeholt und so weiter. Das ist ja so eine Comic, so eine Gaga-Sprache zum Teil. Wie ich manchmal auch denke, hat der Bundespräsident, der Altpräsident Gauck dann doch recht, wenn er sagt, wir reden mit den Bürgern wie mit kleinen Kindern? Also zum einen finde ich es gar nicht schlimm, wenn Politik sich bemüht, verständlich zu sein. Auf der anderen Seite, you never walk alone aus meinem Bereich, heißt zum Beispiel, dass wir die größte Reform des Wohngeldes in der Geschichte der Bundesrepublik gemacht haben. Und wir dieses Jahr alleine 5 Milliarden dafür zahlen, dass Menschen ihre Miete bezahlen können, und zwar Kalt- und Warmmiete. Und dass wir, und das ist richtig, was Sie gesagt haben, wir haben über Jahrzehnte zu wenig in sozialen Wohnungsbau investiert, dass wir zum einen das wieder tun, aber auch an der Gemeinnützigkeit arbeiten und eine Genossenschaftsfinanzierung haben. Und das andere ist, wenn man sich anguckt, wie lange wir darüber gestritten haben, auch große Stromtrassen durch die Republik zu ziehen, die einfach für die Energiewende notwendig sind. Mhm. Wie lange wir darüber geredet haben, dass jedes Bundesland und nicht nur Brandenburg und Sachsen-Anhalt Windräder braucht und dass wir jetzt verbindliche Ziele haben für jedes Bundesland. Und vor Ort wird dann die Zumutung da sein, dass man tatsächlich auch in Hessen, in Bayern, in Baden-Württemberg Windräder aufstellt und sieht. Also das sind alles Sachen, die sind natürlich konfliktiv, und da werden auch noch eine ganze Menge auf uns zukommen. Sie weichen ein bisschen der Antwort aus, ne? Also die harte Ansage, die kommt vom Kanzler nicht. You will not, never walk alone ist genau das andere. Das ist ja wir werden keinen zurücklassen, wir werden keinen allein lassen. Ihr müsst euch auf nichts einstellen. Aber ehrlich gesagt, finde ich, ist das doch die Aufgabe einer Regierung, dass man sagt, bei allen unverschuldeten großen Lebensrisiken steht die Gemeinschaft zu dir. Aber gleichzeitig haben wir wesentliche Punkte. Das ist was anderes, das ist eine andere Aussage. Aber es heißt trotzdem, die Gemeinschaft steht zu dir, ist völlig richtig. Aber sie steht nicht zu jedem, und es heißt nicht, dass jeder alles bekommt, was er will. Na, vor allen Dingen, es kontrastiert ja sehr hart mit dem Gefühl, das Herr Berndt beschreibt, wenn er sagt, die Wohnungskrise ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ja. Das heißt, die Leute haben doch da ein Störgefühl. Die hören einen Kanzler, der dann so redet und sagt, das machen wir schon. Und haben aber seltsamerweise das Gefühl, na, irgendwie scheint das aber nicht zu stimmen, weil ich habe echt ein Thema mittlerweile. Also Sie haben ja gesagt, letztes Jahr zum Beispiel wurden relativ wenig Sozialwohnungen fertig. Und jetzt kann man sagen, Olaf Scholz hat doch gesagt, es sollen 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr gebaut werden. Aber ich sage noch mal, der Baubereich ist etwas, wo wir die strukturellen und finanziellen Voraussetzungen schaffen müssen. Sozialwohnungen, die letztes Jahr fertig geworden sind, die sind wahrscheinlich 4 Jahre vorher geplant worden. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich die 18 Milliarden, die ich habe für den sozialen Wohnungsbau, nehme, wie so eine Art Feenstaub über die Felder streue und dann sind da auf einmal Sozialwohnungen. Das heißt, das sind natürlich Maßnahmen, die verzögert eintreten werden. Mhm. Aber wir haben zum Beispiel für den Bereich des seriellen Wohnungsbaus, als ich angefangen habe, vor 2 Jahren darüber zu sprechen, wir haben uns da auch so ausgetauscht, da haben Journalisten gesagt, wie, das sieht doch dann aus wie in Vladivostok, das ist doch hässlich und wir wollen sowas nicht. Und heutzutage ist das eine der großen, von fast allen akzeptierten Möglichkeiten, überhaupt die Kapazitäten zu schaffen, 400.000 Wohnungen zu bauen. Herr Berndt, Sie wollten gerade zum Thema Kommunikation, Störgefühl, was setzt sich da fest, also das, im kollektiven Bewusstsein? Also ich glaube, dass es ein Störgefühl gibt, dass die sozialen Bewegungen reden immer vom Mietenwahnsinn. Ja? Und ich glaube, dieses Gefühl, dass da was Wahnsinniges gerade stattfindet, das was nicht stimmt, das ist weit verbreitet. Auf dem Weg zur Sendung, hier haben mich immer wieder Leute gefragt, was machst du denn bei Markus Lanz? Entschuldigung, Stefan Lanz ist ein Freund von mir. Heißt der so? Der heißt wirklich Stefan Lanz. Das ist ein Wissenschaftler an der Viadrina-Universität in Frankfurt. Oder? Ja. Entschuldigung. Alles gut. Aber da habe ich gleich noch Schleichwerbung gemacht für einen Kollegen. Also dieses Gefühl, hier passiert was, es stimmt nicht mehr, das ist weit verbreitet. Mhm. Quasi alle Leute, die gehört haben, wir reden heute über Mieten, Wohnen, Bauen, haben gesagt, ja, es ist der Wahnsinn. Ja. Hier stimmt was nicht. Aber ich frage mich, wenn Sie jetzt gefordert haben, dass der Kanzler sozusagen eine Ansage machen soll, da werde ich immer so ein bisschen misstrauisch, weil ich frage mich, welche Ansage ist das dann genau? Ja? Und ich komme noch mal zurück auf die Ansage passiert ja vorher. Die Ansage ist, ich verspreche euch im Wahlkampf 400.000 Wohnungen jedes Jahr. Das ist die Ansage. Plus weiter Rente, das ist die Ansage. Naja, aber ich komme noch mal zurück auf diese Sozialwohnungszahlen. Mhm. Ja? Also wenn wir 4 Millionen mal hatten, jetzt 1 Million haben pro Jahr,
25.000 bauen. Jetzt müsste ich direkt mal rechnen, wie lange wir bräuchten, um auf den Stand von 1980 zurückzukommen. Ne? Also das sind dann 100.000 in 4 Jahren. Mhm. Dann wären wir bei 3 Millionen in wie viel? 120 Jahren. Ne? Was soll denn da die Ansage sein, die der Kanzler machen kann? Wir schaffen das in meiner Legislaturperiode auf keinen Fall. Ja? Von daher denke ich, eigentlich müsste man dann wirklich anfangen, über politische Konflikte zu reden. Also wer müsste wie viel Geld in die Hand nehmen? Wer darf dafür welche Gewinne einstreichen? Wer hat welche Verantwortung? Mhm. Und da ist es natürlich enorm ungleich verteilt. Sowohl unter den Bürgern als auch in der Wirtschaft oder auch in der Politik. Dann reden wir nicht nur darüber, ich verspreche was, sondern ich trete für bestimmte Weichenstellungen ein. Und da ist mein Gefühl, dass wir viel zu lange auf dem Pfad in der Weiche, die wir eingestellt haben seit Jahrzehnten, einfach so versuchen, weiterzumachen, obwohl sich die Umgebung total geändert hat.